Es ist wieder Frühjahr geworden. Aufgrund der warmen Temperaturen scheint die Natur zu explodieren. Nach den Herbst- und Winterjagden, vor allem auf Wildschweine, wird es nun wieder Zeit, Birka auf die im laufenden Jahr kommenden Prüfungen vorzubereiten. Ganz nach dem Motto: Ohne Fleiß kein Preis. Für das heutige Training habe ich einige Utensilien vorbereitet. Eine Rehdecke und ein Bringsel für Verweiserübungen und unterschiedliche Apportel zum Apportieren. Ich fange mit den Vorübungen zum Bringselverweisen an, indem die Rehdecke in zunächst kurzer Distanz ausgelegt wird. Das Bringsel zeige ich Birka und lege es hinter die Rehdecke. Mit dem Kommando "Zum Bock" schicke ich meinen Hund zur Rehdecke. Dort findet er das Bringsel und wenn der Hund gut beim Apportieren durchgearbeitet ist, nimmt er das Bringsel auf. Das Kommando zum Aufnehmen des Bringsels lautet: Nimm. Bei der zweiten Übung geht es schon etwas flotter. Freudig zeigt sie ihre Arbeit. Damit es keine Verwechslungen mit den Apportierkommandos gibt, lautet der Befehl zum Ausgeben: Lass. Nun lege ich die Rehdecke und das Bringsel etwas weiter weg. Zum Bock. Und rumgehen. Jawohl, nochmal rumgehen. Nochmal rumgehen. Jawohl. Und hier. Ich bin sehr zufrieden und lasse es für So, heute mit dieser fein. Übung bewenden. Lass. Ja, fein, jetzt kriegst du auch ein Goodie, gell? Weiter geht es mit Apportierübungen. Ich lege sehr viel Wert darauf, dass meine Hunde alle möglichen Gegenstände auf das Kommando Apport aufnehmen. Apport. Aus. Jawohl. Sitz. Apport. Aus. Apport. Aus. Apport. Halt schön fest. Aus. Jawohl. Apport. Aus. Super. Ja, super. Oh ja, du musst mal einmal spielen. Ja. Wichtig ist es, den Hund zwischendurch aufzulockern. Birka ist ganz verrückt nach ihrer Frisbeescheibe. Jetzt wird wieder gearbeitet. Auch durch laute Flugzeuggeräusche lässt Birka sich nicht ablenken. Ein Apportierbock, den man mit Metallscheiben beschweren kann, kommt zum Einsatz.
Apport. Mit dem Kommando Apport eilt Birka zum Apportierbock. Er greift ihn und bringt ihn freudig zu mir. Ja, sie muss schon etwas ackern. Ist das Gewicht schon recht hoch? Die gleiche Übung nochmal. Die Entfernung wird vergrößert. Brav wartet Birka auf ihren Platz. Abort. Auf das Fußzeichen geht sie locker neben mir her. Wichtig ist, dass man bei den Übungen variiert, damit keine Langeweile aufkommt und der Hund konzentriert mitarbeitet. Mit dieser Übung steigt die Anforderung an den Hund. Er bleibt auf seinem Platz und nach dem Heranpfiff muss er auf seinem Rückweg zu mir den Apportgegenstand ohne Kommando aufnehmen und zutragen. Diese Übung ist dafür geeignet, dass der Hund auf Kommando und Handzeichen die Richtung zugewiesen bekommt, welches Apportel er zu bringen hat. Das Werfen eines Apportels übt auf den Hund einen starken Reiz aus. Erst auf Kommando darf sie es apportieren. Ich spare nicht mit Lob. Es steigert bei Birka ungemein die Arbeitsfreude. Beim Trillerpfiff wird auf den Hund ein starker Druck ausgeübt. Wenn das Ablegen auf Trillerpfiff aber funktioniert, so kann das im Alltag sehr hilfreich sein. Jetzt entferne ich mich aus dem Sichtfeld des Hundes und lasse ihn einige Minuten in dieser Position liegen. Er muss auch bei der jagdlichen Arbeit diesen Gehorsam zeigen. Halt, sie wollte aufstehen, ohne dass ich das Kommando Sitz gab. Handzeichen, einige Belastungsübungen und erst nach Aufforderung darf sie sich setzen. Ich habe einen Apportel im Gelände ausgelegt und schicke Birka mit dem Kommando Such verloren, Apport voran. Durch einen Radlader nebenan ist sie etwas abgelenkt. Dann packt sie die Ente und bringt sie freudig zu. Aus. Ja, fein gemacht, Rösti. Ja, fein gemacht, Mädel. Ah, schön. Gern. Ich wiederhole nochmal den Trillerpfiff mit Handzeichen.
Das Gehen an der Leine ist eine sehr wichtige Übung, damit der Hund bei der Pirsch im Revier niemanden stört, keine eigenen Wege geht und im dichten Stangenholz nicht hängen bleibt. Das Ganze nochmal von vorne, aber diesmal ohne Leine. Eine kleine Korrektur beim Sitz und das Lob nicht vergessen. Aufmerksam verfolgt mich Birka mit ihren Blicken. Das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wie geht es weiter mit Birka? Ich halte euch auf dem Laufenden.